Willkommen bei Aqua One. Da es meist anders kommt, als man plant, werde ich wohl bald ein Aufzuchtbecken einrichten müssen. Einen Schwammfilter mit tschechischen Luftheber habe ich schon. Dafür habe ich mir jetzt eine Membranluftpumpe gekauft, die habe ich noch leidlich aus meinen Anfängen vor über 30 Jahren in Erinnerung. Ein furchtbares Brummen und Vibrieren. In jungen Jahren hat mich das noch nicht so gestört, aber heute ist das für mich unerträglich. Ich wollte keine Wagnisse eingehen und habe eine Pumpe von Eheim gewählt, da ich dieser Marke vertraue. Dennoch habe ich mir die Pumpe selber gekauft, es gibt also kein Sponsoring und nicht mal einen Kontakt zur Firma Eheim. Übrigens, wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo, das wäre einfach unglaublich. Kommen wir nun also zum Unboxing. Da haben wir jetzt das Gerät, den Eheim R100. Mitgeliefert wird ein Rückschlagventil, damit kein Wasser aus dem Aquarium in die Pumpe läuft. Die Pumpe verbraucht laut Angaben nur 3,5 Watt. Etwa 100 Liter Luft soll die Pumpe in einer Stunde ausstoßen. Und laut Eheim soll die Pumpe auch ultraleise sein, da bin ich mal gespannt drauf. Auf der Rückseite der Verpackung sind die genauen Spezifikationen und es wird auch grafisch dargestellt, wie man die Pumpe verwenden soll. Laut Angaben soll das Gerät also einen dauerhaft leisen Betrieb gewährleisten. Die Pumpe ist am Gerät regulierbar. Am Sprudelstein selber kann man die Luftmenge wohl auch nochmal regulieren. Und durch die mitgelieferten Gummifüße sollen die Vibrationen minimiert werden. Dann packen wir das Gerät jetzt mal aus. Da haben wir die obligatorischen Anleitungen, die ich natürlich immer genauestens studiere, nicht. So, dann hätten wir hier den Ausströmer, den man an der Scheibe befestigen kann und oben soll man wohl den Luftausstoß nochmal regulieren können. In diesem kleinen Tütchen ist das Rückschlagventil, das den Wasserfluss vom Aquarium in die Pumpe verhindert, und die Gumminoppen, die als Standfüße eingesetzt werden. Ein sehr weicher Silikonluftschlauch ist dabei. Und hier dann die Pumpe selber. Da unten geht dann wohl die Luft rein, nehme ich an. Und in diese Öffnungen kommen dann die Gummifüße. Da oben an dieser Lasche kann man das Gerät zum Beispiel an einer Schraube an die Wand hängen. Und mit diesem Stellrad kann man also die Luftmenge regulieren. Das gefällt mir. Und hier wird wohl der Schlauch angeschlossen. Ein schönes Gerät, jetzt muss es nur wirklich leise sein und genug Luft für meinen Luftheber bieten. Das testen wir dann mal direkt. Also ultra leise war klar, dass es das nicht ist, aber das Geräusch ist schon sehr krass. Gebe ich etwas Druck auf das Gerät, wird es schon besser. Ich würde sagen, okay. Aber seht euch das mal an. Das Gerät vibriert so unglaublich, dass es auf einer glatten Oberfläche tanzt. In aufrechter Haltung ist es dagegen wieder okay. Auf einem Tuch zum Test bleibt es auch stehen und wenigstens stimmt der Durchfluss.
Ich habe da noch eine ultraleise Pumpe, die aber kaum Durchfluss hat. Sie ist kaum zu hören. Der Durchfluss reicht aber wohl für diesen Luftheber. Da habe ich mir dann mal was zusammengebaut und installiert. Kein Geblubber und es geht sehr gut. Naja, der Eheim hat den Test wohl nicht bestanden und ich motte das Gerät erstmal wieder ein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.